Hip-Hop-Bier aus Berlin, das euch garantiert nicht down macht. Das Ganze jetzt bei Probier.TV. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Probier.TV. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt so richtig Energie für das kommende Video. Ja, es ist ein Collaboration Brew und keine zwei Brauer haben sich zusammengetan, sondern es ist die zweite Auflage einer Kollaboration von Berlo aus Berlin zusammen mit dem amerikanischen Hip-Hop-Duo Run the Jewels. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin kein bekennender Hip-Hopper. Ich kann nicht mal sagen, ob Run the Jewels, ob das jetzt ein großer Name ist oder ob das eher Independent-Hip-Hopper, also ein ganz großer Geheimtipp ist. Keine Ahnung. Was ich weiß ist, dass, wie gesagt, das erste war ein Pilz und jetzt haben sie ein Double IPA gemacht und das Ganze haben sie Down genannt. Und ja, es ist ein CBD-Hanf-Infused Double IPA. Bone dry, bitter and dank to the core. Ja, ich würde mal sagen, da kommt man vermutlich als IPA-Freund auf seine Kosten. Runthejewels.beer ist eine Website, die es zu dem Bier gibt, aber ich kann es euch auch so verraten, 7,5 Volumenprozent Alkohol und 75 Bittereinheiten sind hier angesagt. Lass ich nochmal schauen. Hanfblüten sind verwendet worden, also das Allerfeinste und ich glaube, das war es schon an Informationen, was ich anbieten kann. Dann würde ich sagen, hole ich mir ein Glas und dann machen wir das Ganze mal auf. Bottle Cap mit dem Berlo Logo und dann geht es auch schon los. Das ist auch mal richtig was fürs Auge. Eine schöne goldene, leicht orangene Farbe. Schöner, kräftiger, weißer, cremiger Schaum obendrauf. Zwei, anderthalb Fingerbreit hier in dem Sensorikglas. Und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Schöne, wirklich sehr gleichmäßige, so richtige Juiciness, Haziness. Ja, ich glaube, das könnte dem Sohn meines Vaters gefallen. In diesem Sinne, halten wir mal die Nase rein. Oh, das ist spannend. Es ist viel, also es hat zwei Ebenen, dieses Bier. Es, auf einer Seite ist so diese Malzebene und auf der anderen Seite ist die Fruchtebene. Und wie gesagt, es ist sehr malzig, bisschen Karamell mit dabei. So dazwischen so ein bisschen Piniennoten, aber auch Mango, Pfirsich, ein bisschen Zitrone. Beides nicht zu intensiv, aber zusammen doch echt eine Wucht. Cheers, würde ich sagen. Lasst uns mal probieren. Also, auch da wieder zwei Welten. Die süßliche und die bittere. Und auf der süßlichen, da haben wir dann wieder das Malz mit dem Karamell. Schön kräftig. Nicht zu süß, also keine klebrige Süße, aber doch, ja, doch sehr angenehm. Bisschen Fruchtsüße vielleicht auch noch mit dabei. Ein bisschen Mango haben wir da mit drin, aber hauptsächlich dann eher bittere, säuerliche Zitrone und da sind dann auch so ein bisschen wieder so Pinien, so ein bisschen harzige Noten mit dabei. Es ist verdammt trocken, nicht so trocken wie das ein Brut IPA, aber da ist schon wenig Restsüße mehr mit drin. Wie gesagt, grasiger Hopfen ist auf der anderen Seite dann eben auch noch ein sehr bestimmtes Thema. Schöner, mittlerer Körper. Kohlensäure habt ihr gesehen, war sehr IPA durchschnittlich. Und durch die Trockenheit zieht es einem dann tatsächlich auch so ein bisschen, und das wird da hinten raus nochmal richtig,
zieht es einem nochmal so richtig ein bisschen Zunge und Gaumen zusammen. Und es hat tatsächlich einen sehr, sehr langen, mittleren Nachhall. Wird, wie gesagt, hinten nochmal ein bisschen trockener. Und da kommt noch irgendwas dazu. Ich bin jetzt die ganze Zeit überlegen, was das ist. Orangenschale. Es ist Orangenschale, die hinten nochmal eben mit diesen etwas bitteren Schalennoten dann den Nachtrunk noch begleiten. Aber, boah, also hinten raus, dry to the bone, da ist nicht zu viel geredet worden. Das ist tatsächlich richtig schön trocken hinten raus. Von ProbierTV gibt es für das Down und ich muss jetzt gerade überlegen, wo ist eigentlich der CBD-Hanf? Das werden diese grasigen Noten sein. Dann ist es vielleicht nicht der Hopfen, sondern der Hanf. Das Down von ProbierTV gibt es dafür 4 von 5 möglichen Punkten für das Down. Die Kollaboration von Barlow mit Run the Jewels aus den USA. Schon das zweite Bier, was die Herrschaften zusammen gebraut haben. Wenn ihr mir noch sagen könnt, wie das Pilz war, dann schreibt mir bei YouTube, Facebook oder auch im Blog. Wenn ihr das Down kennt und es euch abgebracht hat, dann würde es mich auch freuen, von euch zu hören. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke fürs Kanal abonnieren. Morgen sehen wir uns wieder beim nächsten Bier hier bei ProbierTV. Bis dahin, tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.